Was mich fasziniert, ist schon, wie du ansprichst, auch diese unglaubliche Zeitlosigkeit, dieser eigenartige Klassizismus, den ich schon im Unterschied durchaus auch von Chaplin zum Beispiel, oder auch wenn man sich diese Keystone Cops Filme anschaut, die halt immer in der Literatur auftauchen, die aber kaum jemand dann wirklich gesehen hat, die mir da halt auch meine DVD besorgt hat, da wirkt es das wirkt unglaublich archaisch, ne? Das ist so wirklich Frühgeschichte, Steinzeit des Kinos irgendwie für den normalen Kinozuschauer. Und das ist beim Keaton, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Ja? Wobei man bei Klassizismus vielleicht auch etwas assoziieren könnte, das für mich auf den Keaton nicht zutrifft. Die Filme haben nichts Marmornes sozusagen. Also sie haben nichts, wo das, oft ist ja bei Klassizismus oder so, bei Dingen, die mit diesem Begriff belegt werden, hat man das Gefühl, dass das Leben schon relativ weit entwichen ist, okay, aus den Werken. Ja. Und das Erstaunliche ist für mich, sie haben diesen, also sie haben eindeutig, was das filmemacherische Handwerk betrifft und was die Fähigkeit betrifft, den komischen Gag, die komische Situation, die Erfindung im komprimierten Kleinen einerseits und die großen Bogen der Narration, der Erzählung andererseits, das so auszubalancieren wie kaum ein anderer Komiker. Ja. Also der Klassizismus vom Macherischen her ist mir auch ganz bewusst, aber es geht ihnen, diesen Filmen, zum Glück ab, dass sie irgendwann zu erstarren scheinen. Ja. Der war einfach ein unglaublich schöner Mann, der war einfach enorm sexy und der hat das auch durchaus ausgestellt. Für mich ist er auch Battle Butler, so diese eigenartige Allianz der Beauty and the Beast. Mhm. Es geht auch von ihm schon auch eine animalische Energie aus. Nicht? Er verwehrt sich immer da, dass er wird so quasi zum Boxen gezwungen, er will das alles nicht. Aber man merkt schon, sein Eure findet das schon geil. Und am Schluss geht er ja quasi ein halb nackt den Boulevard runter, sozusagen mit Spazierstock, aber mit entblößtem Oberkörper. Es ist diese eigenartige Einhegung, zivilisatorische Einhegung, einer sehr archaischen, ja, okay, geringen Energie. Nicht? Und dieser Kampf, an dem sich übrigens auch das Scorsese irgendwie für Raging Bull orientiert hat, der ist, und das, ich finde das nach wie vor erschütternd, der ist von einer Brutalität und einer Grausamkeit, die ist einfach nicht lustig. Zuerst kriegt der Basta einen in die Goschen und dann schaut er fein zu, dann rappt er sie auf und der verdrischt seinen Gegner dann wirklich ganz elendiglich. Das war auch nicht lustig gemacht, glaube ich. Da ging es ihm irgendwie darum zu performen und zu zeigen, so. Was ein weiterer Hinweis darauf ist, also erstens einmal die Frage der Erotik. Der Basta ist auch in der Hinsicht eigentlich der einzige der großen Stunden. Man könnte jetzt, vielleicht gibt es beim Jerry Lewis später manche, die eine erotische Beziehung entwickeln. Ich glaube eher nicht. Er ist der einzige mit Abstand, der neben all dem, was er tut und was komisch ist und was großartig ist, und das weiß ich von Frauen, die, mit denen ich Keaton-Filme gesehen habe, die wirklich attraktiv sind und die den wirklich super finden und die den auch aus diesem Grund. Louis Brooks hat gern, gesagt, das war genau, der schönste Mann ihrer Zeit sozusagen. Ja. Also das ist einerseits das andere ist dieses narrative Element, dass er wirklich komplexe, größere Erzählungen zu bauen gewillt ist. Also es gibt eine ganze Latte von Elementen eigentlich, die ihn zu einem ziemlich eigenen Kosmos innerhalb dieser Kultur der stummen oder überhaupt amerikanischen Komik machen. Ja, und dann natürlich einfach das rein filmtechnische. Aber das Tolle, finde ich, ist, dass jemand aus einer ganz anderen Tradition kommt, der halt quasi 17 Jahre, glaube ich, mit seiner Familie auf der Bühne steht und da herumgeworfen wird und dann quasi vom einen Tag auf den anderen, das war ein Zufall, dass er dem Apple da in New York begegnet ist und da sagt, schau, dann mal beim Dreh vorbei und in dem Moment, wo er das macht, merkt er, das ist eigentlich mein Medium, lasst das Engagement, das er gehabt hätte und was ihm im Übrigen auch circa irgendwie viermal so viel Geld gebracht hätte, sausen und geht zum Film und der Mythos Willers schraubt gleich am ersten Tag die Kamera auseinander, weil wir wissen, wie das technisch funktioniert. Aber das ist, egal ob gut erfunden oder nicht, das stimmt insofern auf jeden Fall, weil es mit den Filmen korreliert und mit diesem Interesse für Maschinen, mit dem Interesse für jenen Moment in der Zivilisation, in dem Maschinen und Industrialisierung einfach eine zentrale Rolle spielen. Ich fand das großartig, wie du im
Ende des großen Einleitungsessays des Buches, das Schlussteil dieser Einleitung heißt Der Mann mit der Kamera, ja, wo du auf Korrespondenzen oder Opposition, wenn man auch will, zwischen Keaton und Ziga Werthoff kommst und wie sozusagen die sowjetische Avantgarde in dieser futuristischen Emphase, eine Art neuen Maschinenmenschen zu schaffen und eine neue Ästhetik zu schaffen, die sozusagen von den Maschinen her gedacht ist und nicht von den Menschen, wie du das mit dem Keaton gegenüberstellst, als Antipoden, also mit Verwandtschaft, ja, weil es wirklich erstaunlich ist, dass der Film The Cameraman fast gleichzeitig mit Werthoffs Der Mann mit der Kamera, da gibt es tolle, das müssen wir als Double Feature einmal zeigen und sehen. Ich hoffe, ich mache es. Können wir gerne tun. Wie hier sozusagen einerseits das Verhältnis zu seiner Zeit, zu diesem, wie sich das Industriezeitalter oder das Maschinenzeitalter ausdrückt und doch auch der große Unterschied zum Werthoff zum Beispiel oder zur Avantgarde, der Keaton war nicht daran interessiert, ein moderner Künstler in diesem klassischen Sinne, des Dadaismus, des Surrealismus, der Avantgarde zu sein, sondern er war jemand, der ihm möglichst, und insofern ist es vom Vaudeville zum Kino ein logischer Übergang gewesen, er war willens, dem breitestmöglichen Publikum mit seinem Interesse an Bewegung, mit seinen körperlichen Fähigkeiten, seinen artistischen, mit seinen Kenntnissen und seinem Interesse an Maschinen, eine möglichst überwältigende, überraschende, noch nie dagewesene Form des Schauspiels zu bieten. Und darum ist bei ihm nicht die Montage so wichtig wie beim Werthoff, wie du schreibst, sondern eher die ungeschnitten, ununterbrochen gezeigte Bewegungsablauf, der dann auch solcher sehr genau auskalkulierter physischer, wahrscheinlich fast Diagramme bedurfte, damit das eine so ins andere übergreift, dass diese Serie von Überraschungs- und Beglückungseffekten passiert, wie es beim Keaton der Fall ist. Und das Interessante, das finde ich irgendwie eigentlich sozusagen die Pointe an dem Modernismus vom Keaton, dass er eigentlich nochmal zurückgeht. Ja? In dem Moment, wo dann eigentlich die Zivilisationskritik und die Technikskepsis Mainstream wird, sagt der Keaton, Moment mal, vielleicht gibt es da doch noch uneingelöste Versprechen der Moderne in und unserer Träume, Beziehung und in unserem Verhältnis zu den Maschinen. Genau, die noch, also es ist ganz komisch, weil in gewisser Weise ist er ja auch nostalgisch. Die Maschinen, die vorkommen, sind nicht die zeitgenössischen. Also sozusagen das Förderband, der echt harte Fordismus spielt bei ihm keine Rolle. Es sind die heroischen Maschinen des späten 19. Jahrhunderts. Die Dampflok, der Dampfer. Nicht? Und auch deswegen glaube ich, weil das zentrale ästhetische Moment, oder also, was soll man sagen, Ästhetik und Ethos sind da ja deckungsgleich. Es geht um Sichtbarkeit. Und es sind eben Maschinen, bei denen man sehen kann, wie sie funktionieren. Nicht? Wobei die historische Rezeption ja auch was ist, was einen total verstört. Wenn man zum einen, was man halt auch vergisst oder nicht mehr weiß, die Tonfilme waren sämtliche kommerziell viel, viel erfolgreicher als das kanonische Stummfilmwerk. Und also ein Film wie The General hat einfach Verrisse geerntet. Ne? Und ich glaube irgendwie, dass es daran liegt, dass die Leute es irgendwie nicht verputzt haben, dass sie da auf verschiedenen Levels bedient werden. Was auch damit zu tun haben könnte, ist vielleicht, dass die Filme, zumindest The General, denke ich, recht teuer waren. Also dass es gab eine Art unterschwelligen, kleinbürgerlichen Reflex von der Filmkritik auf diese Leute wie Stroheim oder auch, ich denke, Keaton, obwohl der wahrscheinlich weniger Kämpfe mit dem Studio hatte als Stroheim, aber sicher genug, die sich wirklich als, sie haben sich zwar nicht Auteur damals genannt, aber sie benahmen sich wie eigenständige, autonome Künstler, die ihre Heerscharen von Mitarbeitern dirigierten und die Kontrolle über das Projekt hatten. Da war nicht das Studio, nicht die Corporation das tonangebende Modell, sondern der Einzelkünstler. Welche Großartigkeit, Schönheit, Eleganz, Begeisterungsfähigkeit hast du in diesem Moment und dann ist es vorbei. Ja. Da kommt er sehr nahe diesen Figuren, stimmt, die man bewundert, wenn sie am Feld Ballett aufführen, genau, und auch diese fast Selbstvergessenheit praktizieren wie die genialsten Fußballer. Das ist witzig, weil du das Beispiel bringst, weil für mich, sozusagen, mir ist einmal der Begriff des Gattungspatriotismus durch den Kopf geschossen, sozusagen, wo man denkt, Wahnsinn,
Menschen kennen, sowas machen und das freut mich total. Und der einzige, einer der wenigen anderen, wo man das denkt, was sind die Zidane? Das ist einfach ein Traum, dem zuzuschauen. Also unsere Tierart dazu in der Lage. Genau.